Diese fremden Sterne oben sind hier in einem Tod. Sterne, Tod, Wissenschaft. Sterne, Tod, Wissenschaft. Sterne, Tod, Wissenschaft. Hoffnung. Ach man, die Null schenkte mir Zeit für die Werke eines Lebensdutzends. Nun kehrt der Tod wieder und verlangt das Sein. Die Null schenkte mir Zeit für die Werke eines Lebensdutzends. Nun kehrt der Tod wieder. Also Null, Zeit, Tod. Zeit. Tod. Richtig? Nö, mir fehlt die Karte für die Null. Schloss, dieser Schrank hat eine seltsame Form. Hm. Gibt's hier vielleicht auf der Rückseite was? Eine Glocke, die sich gerade verabschiedet hat beim letzten Mal. Wo könnte die Glocke denn jetzt auf Verwendung finden? Weil diese Schublade ist offen, hier sind schon mal alle offen. Hier war eh nichts, außer dem Starttext. Ich könnte mal versuchen, hier mit der Glocke irgendwie an das Schloss zu kommen, aber das glaube ich nicht. Ach, guck mal. Die Glocke hat selbst noch ein Rätsel. Ein Glockenklöppel. Der was im Boden hat. Ah, und schon habe ich den Schlüssel. Diese Scheibe hier hat es mir angetan. Ups. Okay. Die beiden Figuren sind hier unten im Schiff. Na komm. Nicht. Hey. So, auch nicht. Hä? Ja, Rätsel raten. Olli, olli. Hä, hier sieht doch nichts aus wie ein Baum. Was ist denn das? Was haben wir hier oben noch? Noch ein Buch.
sie öffnen lässt. Hallo? Guten Morgen. Eine Zierplatte gefunden. Schön. Hätte ich nicht mit gerechnet. Könnte ich jetzt das Buch trotzdem aufklappen? Okay, ich habe die Zierplatte aus dem Buch dann geholt. Ich komme jetzt zu dem Tresor. Hier befindet sich eine runde Fassung. Gleich für dir. Okay, du kannst schon mal hier rauf. Dann. Hat er ja vielleicht nochmal einen Schuh draus. So. Kahn. Hallo? Ich würde hier gerne die Buchstaben drehen. Naja. Ja, hier befindet sich eine runde Fassung. Das ist schön. Hier befindet sich ein zerrissenes Bild. Aber ich kriege die Tür auch nicht auf, oder? Okay, ich habe hier den Kahn. Ich habe hier das Buch, was ich so ein bisschen nach vorne gezogen habe und schon ging irgendwas auf. Und hier oben habe ich auch noch ein paar Bücher. Da, wo ich die Platte her habe. Und ansonsten, an der Seite der Kiste auf dem Tisch ist etwas, das ich mir genauer ansehen sollte. Okay. Ach, hier ist auch nochmal so ein Schlüsselloch. Hab mich schon gewundert, warum ich den Schlüssel da noch habe. Eine Messingscheibe. Für den Tresor, denn. Jetzt kann ich die Buchstaben drehen. Oh, scheiße. Okay, vorwärts zum K. Vorwärts zum K. Rückwärts zum A. Das ewig dauert. Also H. Kahn. Und da ist die Null. Null. Und Schuss. Null Time Death. So langsam fliegt hier alles auseinander. Bild. Bis in der Mitte. Habe ich jetzt irgendwas übersehen, was jetzt gerade aufgetaucht ist und nicht da war? Hier kann ich auch nichts mehr rausreißen, ne? Was irgendwie zum Bild gepasst hätte. Hier auf der Seite gibt es auch nichts. Ja, schön. Irgendwas müsste jetzt mit dem Bild hier sein. Oder habe ich im Tresor was übersehen?
Viertes Stück in der Mitte. Was sagt denn das Fragezeichen dazu? Auf der Vorderseite des Sekretärs ist eine Schublade, die ich noch nicht geöffnet habe. Das halte ich für ein Gerücht. Stimmt. Wenn du hier bist, waren meine Mühen nicht umsonst. Einen Sinn zumindest hat mein Versprechen mir gegeben. Wenn es mich verdammte, dich in die Gefangenschaft dieses Ortes geführt zu haben, dann biete ich dir nur meine Erlösung. Endlich habe ich den Schlüssel. Das Geheimnis dieser Welt der Welten, dieses Orts endloser Orte. Mit ihm kannst du den Schleier lüften hinter dem Vorhang sehen. Wir müssen dem uns gebotenen Weg nicht folgen. Fetzen eines alten Fotos. Das setze ich doch jetzt in das alte Foto ein. Dadurch sehe ich jetzt den Tod. Am Tisch sitzen. Glückwunsch. Nun erkennst du die Wahrheit. An diesem Ort läuft die Zeit anders als gewohnt. Eine Stunde, ein Tag, ein Jahrhundert, wer vermag das zu sagen? Ein Jammer. Ich musste hier ausharren, um den letzten Schritt deines Weges zu leiten. Alles ist bereit. Nimm dies. Damit findest du den Raum. Alles klar. Ein Schlüssel. Ein Zierschlüssel. Okay. Kollege, sehr strange. Und jetzt die letzte, alles entscheidende Frage. Warum weiß ich, wo der Schlüssel hin ist? Ich wollte ihn nämlich gerade eigentlich suchen. Okay. Ein bisschen Angst hätte ich jetzt schon. Kapitel abgeschlossen. Glückwünsche sind angebracht. Du hast den eigenartigen Ereignissen der Seance. Du bist den eigenartigen Ereignissen der Seance unbeschadet entkommen. Und weiter geht's. Und es lädt. Herzlich willkommen bei Bioshock. Ja, eine Kurbel. Und irgendwas Großes im Wasser. So, wie weit kann ich mich denn umsehen? Ich kann mich komplett umsehen. Wie heißt das Schiff? Egal. Keine Ruder. Hier noch ein Seil. Und hier vorne ein kleiner Motor. Ich nehme die Kurbel hier rein. Und kurbel mich an Land. Alles klar. Ups. Kapitel abgeschlossen. Selbst kurze Reisen können große Entfernungen überbrücken und da du den Übergang gemeistert hast, bist du nunmehr bereit für den letzten Schritt. Möge das Schicksal dir gewogen sein. Bin ich gespannt. Ja, das fängt doch wunderbar an. Schloss, ein Hoch.
ein irgendwas. Mit einem. Hier passt offenbar etwas hinein. Hier dreht sich nichts. Ein seltsames Schlüsselloch. Ein änderbarer Schlüsselloch. Okay. Hier passt offenbar etwas hinein. Da passt auch offenbar was rein. Und da oben passt was drauf. Gut, was haben wir hier? Da muss ich was draufstellen, das sehe ich so. Auch wenn die Oberfläche ein bisschen barbert. Hier gibt es was zum Abdrehen. Ein Fach mit elektrischen Anschlüssen. Das heißt, da gibt es eine Batterie. Hier oben kann ich dann drehen, um den Strom freizugeben, wenn die Sperren weg sind. Und hier kann ich dann, wenn die Sperre weg ist, auch noch Strom rein. Alles klar. Dann haben wir hier ein Heimkino. Und einen Lautsprecher. Och, da kann ich so reingucken. Schon. Eins. Auf Kopf. Ach, guck mal. Kann ich auf Kopf gucken. Warum auch immer. Und hier haben wir noch einen Schrank. Mit einem Buchrohr. Eins. Schraubenzieher. Eine Akte. EXPT 207. Experiment 207. Subjekt Beta 4 Rattus Rattus. Eine Ratte. Deutliche Aufhaltung Subjektnekrose. Der Premortem-Einflößung von Serum Nummer 5. Temporäre Wiederherstellung Muskelverlecks bei Postmortem Elektrostimulation 75 bis 85 mA. Ja. Eine sternförmige Aussprache. 2. 2. 2. Schraubenzieher. 1, 2, okay. Hier bei 1 gibt es noch mehr. Ein Teil des Schilds fehlt. Okay, Schraubenzieher. Oh, hier ist ja auch noch ein Ort. Noch ein Experiment. Experiment 1,27. Subjekt Alpha 17. Lampriana Aurata. Das weiß ich jetzt nicht, was das ist. Subjekt zeigte keine Reaktion auf Postmortem-Einflößung von Serum Nummer 4. In Kombination mit Elektrostimulation 10 bis 100 mA. Merklicher Korpuszerfall bei hohen Amperezahlen. Schlussfolgerung: Coleoptera nicht für weitere Studien geeignet. Ah, okay, ein Insekt.